Servus zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play mit dem Brennmeister Guild of Dungeoneering. Ja, wir sind zurück mit unseren netten kleinen Leuten hier und gehen weiter exploren natürlich. Hier haben wir die zwei Level geschafft, genau. Hier haben wir das eine Level geschafft, genau. Und hier müssen wir auch noch das zweite Level machen. Ich glaube, wir gehen jetzt hier einfach mal und versuchen das zweite Level. Dabei versuchen wir erst einmal irgendwas Gutes hier zu finden. Okay, probieren wir mal das hier aus. Auf den Apprentices with einem Trickster's Favor. Gut. Bin ich ja mal gespannt. Ja, genau. Mich recht erinnere, defeat the Orc Warlord. Der ist da. Orc Warlord. Gut. Erst einmal hier rüber, dann den Gold und dann enden wir die Runde, weil wir kein Level 1 Monster haben. Genau. So, da ist doch ein Level 1 Monster. Das ist doch schön. Das würde ich ungern setzen. Einfach, weil ich es ungern setzen würde. Okay, okay, ich kann es leider gar nicht da oben hinsetzen, weil ich hier noch nicht rein will. Ich will mich hier noch ein bisschen außenrum bauen. Zack, einmal drauf. Spielen wir die hier. Bekommen neue Karten. Juhu. Doppelschlag. Okay, einmal. Und dann machen wir als nächstes den Zap, damit wir hier auch überleben und nicht draufgehen. Okay. Ich glaube, so ein bisschen Verteidigung würde ihm gar nicht gut tun, mal. Eine Skorpione. Und ein Goblin. Wir kämpfen mal gegen den Goblin. Goblin. Ja. So. Start with Fire One. Okay. Dann haben wir den raus. Goblin takes one damage, Goblin takes one. Ja, okay, das passt. So, zwei Karten. Den blocken wir mal. Mit dem Dreierding. Total überflüssig. So, dann ist es auch schon vorbei. Die Kämpfe gehen ein wenig sehr knapp aus, gerade, muss ich schon sagen. Das Pigeon-Nest. Hey, stop killing my monsters. Doch, muss ich ja. So, den Korridor dahin. Die Nasty Red nach da. Ne? Hier, so. More Nasty Reds. Genau. So. Das ist vielleicht der falsche für den Dungeon. Der hat irgendwie zu viele Magie-Dinger. Bleibt uns da nicht viel übrig hier. Na,
Ist noch nicht blockbar. Ach, bitte! Oh, zum Glück. Boah, war das schon wieder knapp. Ja, das Pitchen ist, dann haben wir hier den Soldier Set und eine Fork. Dann nehmen wir die Fork. Ist das schlimm. So. Enturren. Und hier. Ah, da kommt auch die Musik wieder. Oh, der Mastatic Goblin. Ja, total Mastatic. Okay. Zack. Okay, dann haben wir so drauf. Dann ist er nämlich fast down. Dann hauen wir einmal hier. Und dann zappen wir ihn zu Tode. Zap, zap. What's up? Da nehmen wir uns den hier. Den Wort. Der ist noch ein bisschen besser, finde ich. Okay. Eine Spinne und ein bisschen Gold. Ja. Silver Coin. So, go, go. Okay, kann ich Physical Damage. So viel physischen Damage haben wir ja nicht. Gut. Den können wir aber blocken. Den können wir auch blocken. Den können wir auch blocken. Und dann war's das. Fireblast. So. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber wenn wir den Mindstrike verlieren. Das macht nichts, wir nehmen das trotzdem mit. Okay, jetzt hauen wir erstmal den da oben. Ich weiß gar nicht, ob wir gegen einen Level 3 Monster schon antreten sollten. Ich hätte gerne ein paar Level 2 Monster zwischendrin gehabt. Ja. Warum gehst du denn nicht noch eins weiter? Off gegen Gnoll. Fury. Ach, komm. Dum, dum, dum. Hau mal drauf. Volle Kanne aber hier. Bam. So. Na gut. Nimmt er uns wieder eine Karte? Ja, das kannst du gerne versuchen. Und jetzt hat Butzka. Kaputschka. So, das war's auch schon, mein Freund. Okay, da würden wir einiges verlieren, was ich eigentlich ganz gerne noch behalten würde. Da würden wir so gut wie nichts verlieren. Wir kriegen aber einen Counter und einen HP dazu und wieder eine U-Karte. Da verlieren wir wieder etwas, was ich gerne behalten würde. Wir nehmen dich hier, auch wenn wir da wieder so eine Umkarte haben. So, wenn jetzt Level 3. Und wir bekommen hier noch einen bösen Disguise ab, wenn wir uns da nicht irgendwie was anderes ausdenken. Den Red Man, den wollen wir auch noch verprügeln. Oh, der Majestätische Red Man, a fine specimen to me. Ja.
Okay. Dum, 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 dum. Hau mal einmal so zu. Babam. Genau, jetzt können wir hier den Konter machen. Zack. Damit hast du nicht gerechnet, oder? Komm. Noch 2 HP dann. Ach komm schon. Egal. Er geht drauf. Die zwei, also die U-Karten, die machen mich langsam wahnsinnig. Okay, wir können uns hier das aussuchen. Oh, eine Shield Wall. Block all physical damage to plus to the next physical attack. Okay. Block all plus one card. Das ist natürlich sehr gut. Das wäre natürlich auch sehr gut. Auch nicht schlecht. Wir nehmen. Ja, Restore kann uns natürlich den Arsch retten. Ich glaube, das Holy Seal ist gar nicht so schlecht. In dem nächsten Kampf, der uns bevorsteht. Jetzt will er unbedingt da hinten hin. Und gegen das Kerlchen kämpfen. Ja, na gut, komm. Dann werden wir wenigstens das komischen. Was, die nächsten zwei? Na ja, toll. Dann müssen wir nächste Runde noch einen hier hinsetzen. Ich hoffe, dass uns jetzt der Disguise hier nicht umbringt. Yogen Stupidity to this fight, was auch immer das heißen soll. Okay, da setzen wir die ein, bevor uns die wegnimmt. Mein Strike und eine Karte. Einmal Sparks. Und dann Zapau. Kleiner Gnoll, du. Okay. Eine Mage-Rope. Ja, die hatten wir schon mal. Die haben uns eigentlich damals ganz gute Dienste geleistet. Der Cooking Pot. Ist natürlich auch nicht schlecht. Plus 2 AP und 2 Uhr. Nee, das mache ich nicht. Soll ich die Mage-Rope mitnehmen? Einfach weil halt. Noch ein Flame Slash und dann den Fokus und das Smite, aber ich glaube, die wird uns für den nächsten Kampf bessere Verdienste leisten. Restore. Ich glaube, der hat wahrscheinlich sehr viele normale Attacken drauf. Ah, komm, wir nehmen das Gold. Machen uns hier noch ein Goldding hin und kämpfen nochmal gegen einen Rattenmann. Damit wir den Disguise verlieren zwischendrin. Ah, der ist schon weg. Ah, okay. Hat man gar nicht gebraucht. Na egal. Vielleicht kriegen wir noch eine super coole Karte hier. Ich sag ja, Restore ist schon nicht schlecht. So. Komm, hauen wir um. Zwei weg und. Den blocken wir mal ganz lässig. Der ist nicht blockbar, dann spielen wir mal eine U-Karte. Damit die auch mal weg ist. So, und jetzt hat er aber. Okay. Okay, haben wir schon. Slice. Ah, na, ich nehme nur das Restore. Just some gold. Das jetzt da einlegen. Ja. Könnten wir noch eine Bier-Oil hinsetzen, um versuchen, ein besseres Ding zu bekommen. Ich glaube, das machen wir jetzt mal, weil wir werden, glaube ich, so gegen den noch nicht bestehen können. Puh, das kann ein harter Kampf werden. Der ist Level 3 nämlich. Komm, mein Strike. Ja, Fireblast. Okay.
Okay, da würde ich gerne gegen vorgehen, aber geht wohl nicht. Dann hauen wir ihm lieber ein bisschen Damage rein. Okay, komm, Spark. Dann brauchen wir nächste Runde nur noch einen. Ja, sehr gut. Du Bier Oil. Okay, was haben wir hier? Flameslash, okay, der ist natürlich auch geil. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, der ist super. Nein. Den nehmen wir mit. Der kostet uns zwar jetzt unsere schöne Blockkarte, aber naja. End turn, komm, jetzt machen wir den fertig. Non suppose could be simply exchange percentage instead of more boorish dueling. Ja. So. Gegen den Orc Warlord. Top Card of Deck ist Face Up. Ah, okay. Ah, jawohl. Fireblast. Hat der viel HP? Da setzen wir auch mal eine Uhr ein. Einfach weil jetzt als nächstes sehen wir ja hier, was uns zukommt. Und dann hauen wir lieber die Nicht-Blockbar-Karte raus. Wir machen ihm zwei Schaden, kriegen drei. Kindle, ein Schaden. Okay, ich würde ungern noch einen Damage bekommen, aber wir nehmen mal die hier. Okay, die nehmen wir als nächstes. Obwohl, wir hauen erstmal den hier raus. Kriegen wir ja wieder eine dazu. Dann blocken wir ein und schlagen einmal zu. Genau, jetzt wird es langsam. Er hat noch zwei. Wir haben da nichts, was zwei Schaden macht. Spielen jetzt einfach zur Sicherheit die hier. Zack. Dann kommt er hier. Schauen wir mal. So. Haha. Haha, hier. So. Alles easy. Alles easy going. Level up. Plus one happy. Well, this is really just quite surprising. Aren't Dungeoneers just cannon fodder? Against all odds, they keep surviving. They're so dumb. Why even bother? Okay. So. Damit hat unser guter Magier, glaube ich, jetzt ein Level up. Woran auch immer man das erkennen kann. Das hier irgendwo. Er hat auf jeden Fall, glaube ich, ein HP mehr bekommen. So oft wie die sterben, ist das allerdings, weiß ich nicht, ob der die behält dann. Das müsste man sich eigentlich mal angucken. Okay, Expand Guild können wir noch nicht. Nein. Schade. Das heißt, wir müssen wieder exploren gehen. Das werden wir auch tun. Ah, da ist ein neuer Dungeon erschienen. Weil wir den hier gemeistert haben. Beth Bomb, Defeat Embro. Was haben wir hier? Terrible Truth, get strong enough to beat the Mimic before she catches you. Okay, das klingt eher nicht so gut. Wir machen mal das hier. Defeat Embro. Embro attacks in 12 turns. Right in the middle of the bath time to look at the puddle. Okay. Emerald Text. Okay. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ein Feueramp. Sparks. Fire Shield ab. Ja, komm, hier. Und dann hauen wir einmal drauf und dann ist er weg. Ich find's immer blöd, dass man seine gefundenen Gegenstände nicht mitnehmen kann.
Komm her, Hand Axe. Ein Goblin. Ne, wir nehmen den Feuerimp. Die Goldcoin. Und na, wenn wir das da hinlegen, dann kommen wir nicht mal in die Truhe ran. Enturn. Good grief. How only leave the gold coins here. Okay. So. Ja, Wollinger, da haben wir doch gleich doppelt rein. Da blocken wir und hauen rein. Der ist nicht blockbar, aber unser Schlag auch nicht. Mahaha. Da 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 da. So. Okay, dann haben wir das Pigeon-Nest. Den Stab, den Hut. Und einen Bash. Wir nehmen das Pigeon-Nest.